Moin, willkommen in Hamburg am U-Bahnhof Saarlandstraße. Diese Station wird zurzeit im Jahr 2024 barrierefrei umgebaut. Deswegen ist der Zugang Mitte Oktober 2024, Stand des Videos 18. Oktober, nur durch einen kleinen Eingang am nördlichen Bahnsteig möglich. Fahrgäste erreichen hier zuerst den Bahnsteig zwischen den Gleisen 1 und 2. Von Gleis 1 fahren die Züge in Richtung Kellinghusenstraße. Wer nach Barmbek möchte, muss über eine Behelfsbrücke die Gleise 2 und 3 überqueren und zum anderen Bahnsteig gehen. Die Züge nach Barmbek fahren von Gleis 4. Von oben hat man einen guten Ausblick, vor allem auf die Gleisanlagen im Westen. Die Aussicht ist vergleichbar mit dem Blick von der Bahnsteigbrücke Kellinghusenstraße. Die Züge in Richtung Barmbek fahren unter den Gleisen vom und zum Betriebshof Saarlandstraße hindurch. Beim Haupteingang ist zu sehen, wo in Zukunft der Aufzug zum südlichen Bahnsteig führen wird.
Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.